Live im Studio bei mir begrüße ich jetzt EU- und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler. Danke fürs Kommen. Schönen guten Abend, Frau Schnabel. Frau Ministerin, das Grundsätzliche gleich zu Beginn. Nach mehr als 100 Tagen Angriffskrieg gegen die Ukraine, wie neutral sind wir eigentlich, wenn wir jetzt uns Waffenlieferungen anschauen? Unterstützen wir die politisch und indirekt auch weiterhin? Österreich ist militärisch neutral, aber Österreich ist nicht neutral, wenn es darum geht, ganz klar Völkerrechtsbruch zu benennen, wenn es darum geht, aufzuzeigen und dagegen vorzugehen, wenn ein Despot glaubt, einfach im 21. Jahrhundert Grenzen verschieben zu können. Und deshalb hat Österreich, obwohl es neutral ist, alle Sanktionen bisher mitgetragen und auch die Waffenlieferungen, indem wir uns enthalten haben. Sogenannte konstruktive Enthaltung ist in der irischen Klausel vorgesehen. Und das ist auch im Rahmen der EU möglich. Und darin richten wir uns auch aus bei unserer Neutralitätspolitik, die wir aktiv betreiben. Heißt im Umkehrschluss, indirekt finanzieren wir es mit durch unsere Beiträge. Und künftig heißt das dann auch, weil heute gerade Selenskyj noch einmal betont, eigentlich wiederholt hat, die Ukraine ist gegen eine Feuerpause, einen Waffenstillstand und will diesen Sieg territorial, also im Krieg, erringen. Soll es dann auch weiterhin Waffenlieferungen an die Ukraine geben? Schauen Sie, ich glaube, wir stehen alle vor einer Situation, die wir uns vor mehr als 100 Tagen noch nicht vorstellen hätten können. Da kann man durchaus auch einmal einräumen, dass man insgesamt auf europäischer Ebene einfach die Dinge auch falsch eingeschätzt hat. Es hätte niemand geglaubt, dass wir im 21. Jahrhundert wieder die Panzerschlacht auf europäischem Boden erleben. Jetzt ist es aber soweit und jetzt müssen wir die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus ziehen. Das heißt, uns europäisch aufzustellen, aber auch in Österreich über die Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur zu sprechen. Und da bin ich sehr, sehr unglücklich, das sage ich gleich zu Beginn, wenn hier die Debatte so geführt wird, dass man es darauf reduziert, Neutralität ja oder nein, das steht nicht zur Debatte, oder NATO-Beitritt ja oder nein. Es wird aber gar nicht debattiert, auch von Ihrer Partei. Der Bundeskanzler hat die Debatte, bevor sie noch begonnen hat, für beendet erklärt. Was der Bundeskanzler gesagt hat, ganz klar, wir haben es jetzt auch wieder im Beitrag genannt, ist, dass die Abschaffung der österreichischen Neutralität nicht ansteht. Und ich stimme ihm dazu 100% zu. Die Neutralität war und ist wichtig und identitätsstiftend für Österreich. Sie hat sich aber verändert im Laufe der Jahrzehnte. Sie hat alleine durch den EU-Beitritt 1995 sich verändert. Es gibt eine Beistandspflicht in der Europäischen Union. Und bei all den Dingen sind wir ja dabei. Also wenn es etwas gibt innerhalb der Europäischen Union, dann ist Österreich dabei und das zeigen wir jetzt auch, wobei es jetzt, und das möchte ich schon festhalten, um einen Drittstaat geht, um die Ukraine. Ganz anders wäre die Situation auch noch einmal, wenn es um einen EU-Mitgliedstaat geht. Deswegen wollen wir über die Folgen ja sprechen. Was bedeutet Neutralität? An der wird ja nicht gerüttelt. Sie sind ja nicht die einzige Partei, die ÖVP, auch die größte Oppositionspartei, die SPÖ. Was bedeutet das in der Praxis? Jetzt betont Bundeskanzler Nehammer immer, aktive Neutralitätspolitik zu betreiben. Er war als erster westlicher Regierungschef bei Wladimir Putin. Er telefoniert mit ihm. Was hat das, Frau Ministerin, bisher gebracht? Ich glaube, wir dürfen nichts unversucht lassen, um tatsächlich wieder zu Frieden auf dem europäischen Kontinent zurückkehren zu können. Und da braucht es Gespräche, da braucht es diplomatische Kanäle, da braucht es die politischen Gespräche. Und da ist auch jeder gefordert. Und das ist ja in der Europäischen Union jetzt auch angekommen. Es braucht die Sanktionen. Ich glaube, die sind wirklich alternativlos. Aber wir müssen uns auch aufstellen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und das passiert ja. Denken Sie nur an den strategischen Kompass, wo ja jetzt auch eine Zusammenarbeit auf europäischer Ebene verstärkt wird. Und wenn Sie mir das erlauben, dazu zu sagen, wir müssen natürlich auch als Österreich schauen, dass wir die Landesverteidigung tatsächlich sicherstellen können und koordiniert mit anderen vorgehen, wenn wir eine Bedrohung hier womöglich auch auf europäischen, nämlich EU-Boden haben. Zu der Frage kommen wir noch, aber bleiben wir noch mal bei Moskau. Was kann Österreich tatsächlich ausrichten? Gibt es eine Strategie, also noch mehrere Gespräche? Diplomatie, die läuft ja diskret ab und bisher war es immer so ein Anruf, ein Treffen und danach wurde die Öffentlichkeit innenpolitisch auch wirksam informiert. Normal läuft sie andersrum. Also es wundert mich ein bisschen auch im Beitrag, dass immer wieder die Kritik darüber zum Ausdruck kommt, dass man etwas tut, dass man nichts unversucht lässt. Und das ist das, was Bundeskanzler Karl Nehammer auch tut. Na, es geht ja um die Folge. Ja, was kann das bewirken? Also man muss noch mal wo anfangen. Ja, also ich glaube, es ist keine angenehme Situation, Putin gegenüber zu sitzen. Also ich stelle es mir jedenfalls nicht angenehm vor. Und nach allem, was ich auch gehört habe vom Bundeskanzler, ist es das auch nicht. Aber man muss es tun, weil wir nicht zuschauen können, wie jeden Tag hunderte Menschen sterben, wie jeden Tag auch Mütter ihre Söhne verlieren. Und deshalb
darf man einfach hier auch nichts unversucht lassen. Hat es ehrlicherweise nicht auch etwas, und das ist ja legitim, mit dem Eigeninteresse Österreichs zu tun? Wir sind sehr stark vom russischen Gas abhängig. Da kann jederzeit der Gashahn zugedreht werden. Und Emil Brix hat es angesprochen, irgendwann wird es einmal um die künftige Beziehung wieder zu Russland gehen müssen. In der jetzigen Situation darüber nachzudenken, wie die Verhältnisse mit Russland zukünftig sein werden oder sein könnten, ist aus meiner Sicht völlig verfrüht. Jetzt geht es darum, humanitäre Hilfe zu leisten, innerhalb der Europäischen Union geeint zu bleiben, einen Waffenstillstand zu erreichen und letztlich, ja, das ist natürlich auch Eigeninteresse, Frieden auf dem europäischen Kontinent wieder zu schaffen. Wir haben ja eine Bedrohungslage, ich sage es noch einmal, die wir uns alle nicht mehr vorstellen hätten können. Und ich sage es auch ganz offen, ich selbst hätte mir damals während des EU-Wahlkampfes 2019, wo wir ja Diskussionen auch zur Verteidigungspolitik geführt haben, niemals vorstellen können, dass wir in eine Situation kommen, wie wir jetzt sind. Jetzt ist es so, die Ukraine, mit der wir ja solidarisch sind als EU-Land, als EU-Mitglied, die will langfristig EU-Mitglied werden und möchte schon in den nächsten Wochen beim nächsten EU-Rat einen Kandidatenstatus. Der Botschafter der Ukraine sagt heute, er hofft sehr auf das Ja Österreichs. Wird es das geben oder knüpfen Sie daran Bedingungen, auch die Westbalkanländer betreffend? Also zum Ersten ist es so, dass die Kommission jetzt am Zug ist und ja auch wahrscheinlich noch vor dem Europäischen Rat ihre Einschätzung präsentieren wird. Da geht es ganz konkret darum, dass auch anhand der Kopenhagener Kriterien beurteilt wird, ob eben die Ukraine einen Kandidatenstatus bekommen kann. Und ich sage das ganz klar. Was ist Österreichs Position? Ich sage es da ganz klar, Österreich wird hier nicht im Wege stehen, wenn es diese Empfehlung gibt. Für uns ist aber umgekehrt auch ganz wesentlich, und das ist im Beitrag zum Ausdruck gekommen, dass wir den Westbalkan nicht vergessen. Und wir haben hier Versprechungen gemacht, die wir seit nahezu Jahrzehnten nicht einhalten. Wir haben zwei Länder mit Nordmazedonien und Albanien, die seit mehr als 2 Jahren auf den nächsten Schritt im Beitrittsprozess warten. Und das ist wesentlich, weil das ist unmittelbar vor unserer Haustüre. Und das ist noch näher sozusagen als die Ukraine. Und ich glaube, wir können es uns nicht leisten, ein weiteres Feld der Unsicherheit, der Krise, der Instabilität zu haben. Aber wie wesentlich ist das für Österreich? Ist das eine Bedingung, zu sagen, Nordmazedonien, mit denen muss verhandelt werden, Bosnien-Herzegowina soll ebenfalls einen Kandidatenstatus kommen, bis hin zu Kosovo, da geht es um Visaliberalisierung. Sind das österreichische Bedingungen geknüpft an den ukrainischen Kandidatenstatus? All das, ja, muss selbstverständlich in der Diskussion mit aufgenommen werden. Ich sage noch einmal, der erste Schritt ist jetzt aber mal abzuwarten, was die Kommission empfiehlt. Und Bosnien-Herzegowina wartet seit vielen, vielen Jahren auf diesen Kandidatenstatus, der im Übrigen ja auch an Bedingungen geknüpft ist und die erfüllt sein müssen, bevor der erteilt werden kann. So war es jedenfalls davor so. Jetzt ist die Situation nach dem 24.02. natürlich eine ganz andere und umso mehr müssen wir die Politik jetzt so ausrichten, dass wir auch tatsächlich hier eine Perspektive geben den Ländern, die schon lange darauf warten. Und ich sage ganz klar, der Westbalkan ist eine Frage der Sicherheit für die gesamte Europäische Union. Wir sagen das seit 2018, jetzt kommt es auch schon langsam durch. Und ich glaube, das ist der beste Moment, diesen Punkten auch zum Durchbruch zu verhelfen. Sagen Sie ganz klar eine Bedingung Österreichs an das Ja zum Kandidatenstatus der Ukraine. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir wieder Versprechungen machen. Ich habe das auch gegenüber der Ukraine immer deutlich gemacht. Wir verstehen den Wunsch, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Wir können uns eigentlich glücklich schätzen, dass sie die Annäherung an diese europäischen Werte auch sukzessive umsetzen wollen. Das sind ja schmerzhafte Reformen, die hier vorzunehmen sind. Aber wir dürfen das eine, also wir müssen das eine tun und dürfen das andere nicht lassen. Das ist eine ganz klare Forderung Österreichs. Jetzt kommen wir zur österreichischen Sicherheit. Also an der Neutralität wird nicht gerüttelt. Hat da nicht die Regierung eigentlich die Pflicht, den Österreichern zu erklären oder eine Debatte darüber zu starten, was heißt das denn für unsere Sicherheit? Denn durch den Krieg hat sich ja auch die ganze Architektonik geändert. Wir sind, im Beitrag wurde es ja angesprochen, mittlerweile dann mit 3 Inseln, Malta, Zypern und Irland, die einzig neutralen. Nur wir sind keine Inseln, nachdem Finnland und auch Schweden zur NATO wollen. Was heißt das? Muss man zumindest nicht über die Sicherheitsdoktrin diskutieren und die überprüfen? Was ganz klar auf der Hand liegt, ist, dass wir über die Sicherheits- und Verteidigungsstruktur nicht nur auf europäischer Ebene reden müssen, sondern auch in Österreich. Das sieht jeder und deshalb wird ja auch von der Verteidigungsministerin jetzt auch innerhalb der Koalition verhandelt, dass die Aufstockung des Budgets passiert. Es muss Österreich in der Lage sein, diese Landesverteidigung zu leisten. Und wir müssen das Geld, das wir durch die Aufstockung erreichen, natürlich entsprechend
gut einsetzen. Was meine ich damit? Dass wir koordiniert mit anderen EU-Staaten vorgehen können, damit wir im Falle der Beistandspflicht, und ich möchte das vielleicht ganz kurz erklären, was das ist, auch einschreiten können. Die Beistandspflicht ist nämlich völlig losgelöst vom NATO-Beitritt oder einer NATO-Mitgliedschaft. Beistandspflicht innerhalb der Europäischen Union heißt, wenn ein EU-Mitgliedstaat angegriffen werden sollte, müssen die anderen einen Beitrag leisten. Und das trifft auch Österreich. Aber Frau Ministerin, was Sie jetzt nicht dazu sagen, und das wäre mal Ehrlichkeit und Klartext der Bevölkerung gegenüber. Wir, Österreich, verlässt sich ja darauf, umgeben von NATO-Nachbarn, im Fall oder im Ernstfall eines Angriffs geschützt zu werden. Die sollen quasi für uns schießen, aber wir nicht für sie. Wir, also zum Ersten muss man sagen, ja, es gibt die Beistandspflicht und die ist auch erneuert worden von den anderen EU-Mitgliedstaaten, dass hier auch Nicht-NATO-Mitgliedstaaten umfasst sind. Das ist ein Faktum. Und zum Zweiten sage ich es noch einmal, Österreich hat auch seine Verfassung nach dem EU-Beitritt 1995 so geändert, dass wir selbstverständlich dieser Beistandspflicht auch nachkommen könnten. Ich sage dazu, wir haben alle nicht geglaubt, dass wir in so eine Situation noch einmal kommen, dass wir von einem herkömmlichen, konventionellen Krieg sprechen. Jetzt sind wir dort, dass wir das vor unserer Haustüre, nämlich vor der Haustüre der Europäischen Union haben. Und jetzt müssen wir die Konsequenzen ziehen und auch darauf achten, dass wir selbst diese Landesverteidigung leisten könnten und im Falle eines Angriffs auf einen EU-Mitgliedstaat auch unsererseits Beistand leisten können. Aber wie der dann, wie der dann ausschaut, das wird dann im Detail zu prüfen sein. Aber die österreichische Bundesverfassung ist so adaptiert, dass das auch möglich ist. Darüber versprechen Sie jetzt und hier im Reportstudio eine Debatte. Dann kommen wir zur letzten Frage. An Sie gerichtet. Die Debatte läuft, ja. Also konkreter, wir wollen Sie ja dann wissen, Sie haben es angesprochen, wie der Beistand dann ausschauen könnte. Als Verfassungsministerin machen wir noch kurz einen Themenwechsel und diese Frage ist an Sie gerichtet, weil die ÖVP und ihre Bündnis, deren Finanzierung nicht aus den Schlagzeilen kommen. Jetzt gibt es ein neues Parteiengesetz, das braucht eine Zweidrittelmehrheit, aber selbst das sieht Lücken, sieht weiterhin Umgehungskonstruktionen vor, wenn es um Parteien, parteinahe Verlage, also es betrifft ja nicht nur die ÖVP geht. Warum schließt man das nicht ein für alle Mal, Frau Ministerin? Ich finde es jetzt ein bisschen unzulässig, den Schluss, den Sie machen, sozusagen von einer Debatte, die wir jetzt haben, wo es um Förderungen geht, die ausgezahlt worden sind, das klingt jedenfalls durch, auf möglicherweise etwas, wo man der ÖVP als solcher einen Vorwurf macht, denn man muss immer die Frage stellen, wer ist die ÖVP? Das sind Bürgermeisterinnen, das sind Gemeindevertreter. Aber Sie haben natürlich recht. Parteienkonstruktionen betreffen auch andere Parteien. Ja, es schwingt aber immer sozusagen das andere mit und darum wollte ich es auch anmerken an dieser Stelle. Wo Sie recht haben, ist, dass man Lücken schließen muss und hier hat sich die Koalition auch viel vorgenommen. Wir haben ein Parteiengesetz, das gerade noch in Begutachtung ist. Es gibt die aktive Debatte über die Informationsfreiheit und viele andere Dinge mehr. Und ja, dass das nicht alles von heute auf morgen geht, weil hier auch viele mitreden müssen, die es dann auch umsetzen, ist auch auf der Hand liegend. Aber wir sind hier dran. Was heißt dran? Es gibt Verhandlungen darüber. Es hat letztes Jahr einen Begutachtungsentwurf gegeben, wo es über 200 Stellungnahmen gegeben hat zur Informationsfreiheit. Es gibt laufend Gespräche. Ich bin mit dem Koalitionspartner im Gespräch. Und es gibt, wie gesagt, noch einmal gerade ein Parteiengesetz, das auch in Begutachtung ist und über bis Ende der Woche noch und dann wird auch darüber weiter geredet werden müssen. Gut, da können wir jetzt noch viele Fragen stellen, aber die Zeit ist leider schon vorüber. Frau Ministerin, ich sage danke für den Besuch im Studio. Danke Ihnen für die Einladung.